So ihr Lieben, wir sind wieder bei der Equipment-Runde zum Ausleihen. Für die Kettlebells wieder drei Workouts, die ihr hintereinander durchziehen könnt. Denkt dran, dass ihr immer switcht. Wir müssen dann, wenn ihr euch das holt, ausmachen, was ihr nehmt. Beziehungsweise, ich bin ja schon dabei, ihr wisst das dann schon, was ihr nehmt. Workout Nummer 1. Es gibt immer so leichte Variationen von den einzelnen Übungen. Hier ist angedacht, dass ihr das in Runden durchführt. Das heißt, ihr macht eine Übung, atmet kurz durch, macht die nächste Übung und so weiter. Das sind immer vier Stück. Und dann atmet ihr etwas länger durch, 1, 2, 3, 4, 5 Minuten maximal. Und dann fangt ihr die nächste Runde an, so wie eine Art Kreistraining. Okay? Und guckt, dass ihr so, ich sag mal, 5 Runden sollten auf jeden Fall drin sein. Selbst für die Anfänger, weil dann haben wir eine adäquate Last als Kettlebell. Nummer 1, Kreuzheben. Kann man, ich sag mal, 2 bis 3 verschiedene Versionen draus machen, so ganz einfach angedacht, 2 Stück. Die klassische Variante, Hintern mit runter. Schön aufrecht, drückt gerade. Und dann gibt es noch die Variante, Kreuzheben gestreckt. Steht man ein kleines bisschen enger, drückt die Knie nicht ganz durch, die bleiben ganz leicht angewinkelt, aber ihr seht, ich nehme den Hintern mit runter, sondern mache alles über die Ischios und den Rücken. Das ist Übung Nummer 1. Ihr taktet euch ja ein. Irgendwas zwischen 15 und 30 Wiederholungen. Okay? Weil je nach Runde wird es dann schon intensiver und ihr könnt ja bei der nächsten Einheit dann noch eine Schippe drauflegen, wenn ihr möchtet. So, Übung Nummer 2. Drücken mit der Kugel, und zwar Kugel nach oben. Ja, ihr nehmt die hier und dann balanciert das aus, haltet die gut fest, dass er hier hochkommt. Okay, wem das zu viel ist, der geht einfach mit der Kugel rum. Wer merkt, ich kann sie nicht drücken oder ist unsicher, ob er das Laminat zerhaut, der hält die Kugel so aufrecht und geht damit spazieren. Okay? Dann natürlich, wenn ihr 10, 15, 20 Wiederholungen gemacht habt, Seite wechseln und hier die gleiche noch. Nur passt euch an, wenn ihr sagt, ihr könnt das mit einer Seite gar nicht hier und die fällt dann runter, dann also fangt mit eurer schwächeren Seite an, dann macht quasi im Grunde genommen die Übung erst einmal die leichte Übung für beide Seiten. Und dann könnt ihr am Ende noch ein bisschen üben. Okay? So, nächste Nummer, Rumpfkreisen. Ihr nehmt das Teil und dann kreist es hier um den Rumpf. Schön kontrolliert machen, wenn die wegrutscht, sind Fliesen und oder Laminat hin. Und ihr könnt dann auch immer mal Richtungswechsel machen. Entweder zwischendurch oder von Runde zu Runde und bleibt schön stabil im Rumpf. Okay? Und nächste Übung ist Gehen dabei. Und zwar aufrecht. Das heißt, ihr nehmt ihr auf eine Seite, sackt jetzt hier aber nicht weg, sondern bleibt wirklich richtig schön aufrecht. So viel Spannung in den Körper reinbringen, dass ihr gerade steht und dann geht hier herum. In eurer Mitte. Und versucht wirklich die Spannung zu halten. Und dann geht er auch so, probiert auch leicht, das nach Zeit einzutakten, dass er eine Minute geht. Dann wechselt er das Teil, wieder Spannung reinbringen. Und wieder eine Minute gehen. Und dann habt ihr euch eine längere Pause verdient und dann beginnt ihr die nächste Runde. Okay, also Kreuzheben, entweder klassisch oder gestreckt. Kettlebell drücken oder nur gehen. Rumpfrotation. Und aufrecht stabil laufen. Diese 4 Übungen. Bei den Wiederholungen guckt doch, wie gesagt, dass ihr euch bei 15 bis 30 einpendelt. Bei der Gehgeschichte mit Stabilisierung reicht das quasi auf Zeit, so eine Minute. Dann macht ihr jede Runde noch eine Pause und zieht mindestens 5 Runden durch. Und dann kommt die nächste Übung,
dann haben wir noch eine dritte, also ich meine den nächsten Komplex und haben auch noch einen dritten. Und dann können die Komplexe auch nochmal hintereinander in den 14 Tagen durchziehen. Ich gebe euch aber immer wirklich den Hinweis, wenn ihr die drei Trainingseinheiten weg habt in drei Tagen, macht erstmal einen Tag Pause. Wortfrei bis gleich.